Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Beim letzten Mal haben wir haben Zeug gemacht. Also eigentlich haben wir hier nur Bäume abgeholzt. Für mehr hatten wir dann letztendlich halt auch schon keine Zeit mehr. Ja, wir planen halt unter anderem hier unser Haushalt zu vergrößern. Wir planen überhaupt irgendwie voranzukommen. Nur was mit dem Vorankommen ist halt immer so eine Sache. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Schauen wir mal. Das wird schon irgendwie, glaube ich. Hoffe ich. Ja, keine Ahnung. Ja, im Moment, jetzt gerade frisch für mich, ist jetzt das Minecraft Nether Update jetzt auch raus. Für euch ist das wahrscheinlich jetzt schon alter Hut. Egal. Ja, natürlich bin ich halt sehr gespannt, was es halt alles jetzt im Nether halt neu gibt. Ich habe jetzt keine Patchnotes oder sowas groß angeguckt. Aber ich bin halt wirklich gespannt und würde halt schon echt gern bald in Nether nur... muss ich halt dafür erstmal dementsprechend ausgerüstet sein. Ne? Von nichts kommt nichts. So. Aber dennoch würde ich halt auch gerne halt hier irgendwie unser Haus halt vergrößern, verbessern, anders bauen. Mehr Platz allgemein, damit wir hier auch eine Alchemiestation bauen können und. Deswegen würde ich mal sagen, wir bauen erstmal. Ja. Und dann kann man später immer noch kotzen, wie ich gebaut habe. Aber erstmal das eine nach dem anderen. Hier lege ich jetzt mal eben schnell ein bisschen Fleisch drauf. Und hier. Und hier halt. Lege ich ein bisschen Zeug rein, was ich jetzt nicht sofort brauche. Wie zum Beispiel Blümchen und Zeug. Die Setzlinge könnt ihr vielleicht nochmal verarbeiten. Wir können aber auch nochmal ein bisschen Feld erstmal anbauen. Weil wenn wir mehr Feld haben, haben wir auch mehr Essen. Oder aber wir setzen das schon mal rein in die automatische Farm, auch wenn wir noch keine Whetstone haben. Ich bin unschlüssig. Man merkt es. Machen wir die automatische Farm. Zumindest den Anfang. Ohne Whetstone. Und es wird natürlich gerade dunkel. Was bist du für ein Fisch? Einfach nur ein roter Fisch? Roter Fisch ist rot? Roter Fisch ist rot, okay. Ja, wir können uns theoretisch ja auch eine Angel bauen und so weiter, ne? Jetzt, wo es ja auch richtige Fische gibt. Da könnte man theoretisch mal gucken, ob das überhaupt irgendwie was bringt. Ich habe keine Ahnung. Du kannst nur nachts oder während eines Gewitters schlafen. Ich kann nur nachts und während eines Gewitters schlafen. Weiß Bescheid. So. Jo, wir haben eine Schaufel. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Wir machen die automatische Farm tatsächlich da hinten weiterhin. Ich habe jetzt noch gar nicht das eine Wasserloch zugemacht, ne? Egal. Das war hier noch beim letzten Mal angefangen habe. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das hier sehe. So, also. Der Klassiker von der automatischen Farm. Wir brauchen eine 8er Breite. Na ne, ein bisschen Wassergraben. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Theoretisch können wir hier 7. Ich muss gerade überlegen. 7, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. So, und hier geht dann der nächste Wassergraben hin. Ob das jetzt alles ganz toll wird, na, das haben wir dahingestellt. Aber mal gucken. So, müssen natürlich hier unten jetzt auch einmal dicht machen. So. Hier geht dann die nächste Ebene los. Irgendwie. Zumindest ist das so grob der Plan. Müssen hier dann natürlich halt auch gucken, dass dass hier vernünftig gemacht wird und so. Das wird wahrscheinlich noch so ein paar Fehler machen, aber ja, das Übliche. Also im Moment mache ich halt einfach, ne, das, was ich immer mache. Ich bereite mich aufs Sterben vor. Weil meistens immer, wenn ich eine automatische Farm gebaut habe oder bauen wollte, kam es kurz danach zu meinem tragödienhaften Untergang. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser wird und dass wir allgemein ein bisschen
länger diesmal überleben. Ich weiß ja nicht. 5, 6, 7. War doch jetzt richtig, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Warum 7? Weil Wasser fließt 8 Felder lang und damit es halt dann auch wieder runterfließt. Automatische Farm halt. Es wird schon. Ich krieg das irgendwie hin. Müssen wir jetzt auch nicht mega gigantisch bauen, ne? Aber halt zumindest ein bisschen. So, machen wir immer 3 Etagen oder sowas. So. Also 1, 2 und jetzt noch die dritte. Das kann man ja dann halt noch beliebig halt ausbauen, wie man halt lustig ist. Dann machen wir da hinten den Berg weg oder so. Terraforming Extreme. Wäre nicht das erste Mal. So. 3, 4, 5, 6. Wenn hier die Pistons hinkommen, dann kommen hier Pistons hin. Und dahinter dann die Wasserquelle, ja. Das heißt, hier können wir erstmal nur eine 6er Breite machen. Weil das halt sonst nicht hinhaut. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ne, was halt diese Wasserkreaturen betrifft. Spawnen die halt auch, wenn es halt dann dunkel ist, also quasi halt hier drunter dann irgendwie, weil sie ganz lustig sind oder so. Spawnen sie in Wasserhöhlen? Ich habe keine Ahnung. Das komische Wasserzombies, die wir heute hatten, weißt du? So, ja, müsste an sich so gehen. Ach, was mache ich denn? Darf natürlich nicht so sein. Nimm doch die Schaufel, du hast sie doch extra. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. Hier kommt halt dann der Wassergraben hin. Weißt du überhaupt, was du da tust? Nein, so wie immer. Muss ich kurz überlegen. So. So müsste es hinhauen. So. Okay. Hallo? Da. Man muss hier natürlich halt auch an den Rand noch irgendwie einen Rand ran. Der Rand ran. Damit das Wasser nicht zur Seite runterfließt. Alles nicht so einfach, wenn man hier vernünftig ansatzweise bauen will. Wahrscheinlich mache ich hier auch wieder irgendwo einen Denkfehler. Das mache ich öfter mal. So, hallo? Ah. Ich nehme mal die Erde mit. Ich finde gut, dass die Blöcke teilweise jetzt nach oben schwimmen. Weil er nicht immer nach unten schwimmen muss. Also. Hier kommen dann halt dann nächste Reihe hier die Pistons hin. Ne, Pisten, Gravier. Und wenn Gravier rausgefahren wird, ist es halt drüber und hält halt das Wasser dahinter halt auf. So, das heißt, hier kommt eine Wasserlinie hin. So. Und natürlich klappt das jetzt ganz super. So. Kommt hier dicht. Damit das nicht zur Seite runterfließt dann. Und hier. Kommt hier etwas hin, damit das Wasser nicht nach hinten runterfließt. So, noch eine Etage höher, ne? Ja. Denkfehler. Siehst du, da haben wir schon zum Beispiel wieder einen. Einmal der legendären Denkfehler. So. Wie viele Fische auch hier rundum, ne? Ich mag das ja. Das ist ja das, was mich in dem Minecraft früher immer so ein bisschen gestört hat, dass einfach die Welt manchmal zu wenig lebendig wirkte. Und das, muss ich dann doch sagen, haben sie inzwischen gut verbessert. So. Was ist das? Da ist hier was.
Der wieder weg. Und dann machen wir dann die nächste Reihe hier. Den nächsten Graben. Damit das auch so alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Brauchen wir halt nur noch bei Zeiten Redstone und dann funktioniert das auch alles irgendwie. Muss halt dann alles noch schön verkabelt werden und dann klappt das mit den Nachbarn. Testen wir gleich, ob das hier mit den Wassergräben zur Bewässerung des Feldes halt schon mal klappt. Aber eins nach dem anderen. So. Denn was wir nämlich auch noch machen müssen, ist hier oben drüber halt nochmal irgendwas, damit das Wasser, wenn es halt runterfließt und uns das Weizen halt drüber gibt, nicht irgendwie zu den Seiten halt runterfließt und so. Das ist auch so ein Ding, vielleicht mache ich ganz oft, wenn ich so eine Farm baue. So, können wir denn inzwischen Erdslabs bauen? Nein. Kann ja irgendwie jetzt, ne, Schneeschichten und ich glaube auch Sandschichten. Aber Erde nicht. Okay, dann machen wir mal ganz langweiliges Steinschlepps. Machen wir sie da. Hier. Sollte reichen. Schafe, ne? 10 von 10 für die Schafe. So, hier machen wir das Wasser auch noch dicht, die Ursprungsquelle. Damit wir halt später sehen, ob hier alles vernünftig fließt. Ich mach mal hier erstmal noch nicht hin, weil hier dann die Wasserquelle an sich hinkommt. Können natürlich halt auch zigtausend Wasserpöppels setzen und dann haben wir damit jetzt auch nicht so ein Problem. Aber damit wir sehen, ob der Wasserfluss an sich halt hinhaut. Hier kommt Wasser raus, geht dann da weiter. Machen wir hier mal weg. Was machst du da? Ich verstehe nicht, was du tust. Klassiker. Kommst du da hin? Dann könnten wir hier das so hin machen. Können wir auch gleich sehen, ob das hier irgendwie unterbrochen wird oder sowas. So. Der ist schon zurückgebaut, super. Setzen wir vielleicht dann später auch nochmal einen drüber. Müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall muss ich gleich erstmal pennen. Denn es wird dunkel. Und ich kann ja nur nachts und bei Gewitter schlafen. Dann können wir gleich nochmal eben schnell einen Eimer herstellen oder sowas. Flupp. Da. Da haben wir nämlich den auch schon mal. Der Eimer, der auch eine neue Textur bekommen hat. Ein neues Icon, wie auch immer. So. Es hilft uns dann später sehr produktiv zu sein. Da müssen wir uns weniger halt um das ganze Zeug kümmern. Das ganze Anpflanzen von Zeug. Wir müssen aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, dann muss hier nochmal eine Reihe weg. Ups. Und nochmal eine Reihe weg. Ups. So. Hier wieder ein bisschen dicht. Damit hier nichts falsch läuft und so. So. Du weg. Du weg. Okay. Dann machen wir hier so
mittig unsere Sammelstelle für ganzes Zeug. Vielleicht kommt dann halt dann in die Nähe hiervon auch nochmal eine Truhe hin. Muss man mal gucken. Vielleicht machen wir es auch einfach mit Trichtern und dann unten in so eine Truhe. Mal gucken. So. Hier sollen wir theoretisch jetzt erstmal alles sammeln. Könnte man jetzt so weit verlängern, dass das Wasser halt hier hinten weiter nicht fließt und das gleich in Truhen einsortiert wird. Aber das muss man mal gucken. Kommt Zeit, kommt McDonald's. Was willst du mir jetzt damit sagen? Nix. So, du wieder weg. Ach Mist. Wir hatten hier Fusch am Bau betrieben hier. So. Na, das war ja ich. Dahin. Warum ich das mache, ist halt, weil halt Wasser fließt da runter. Und wenn ich jetzt direkt da, wo das Wasser runterfließt, halt einen Slab hinsetze, dann fließt das Wasser nicht weiter. Deswegen. Hier habe ich das gerade gemacht, das ist gut. Okay. So, dann holen wir mal Wasser. Testen wir schon mal aus, ob das zumindest fließt. Neue Rezepte verfügbar. Leck mich doch. Was ist denn hier? Muss ich da auch zubauen, ne? Also, den dahin und den dahin, weil sonst Wasser hier runterfließen kann. So. Testen wir mal. Flupp. Müsste theoretisch jetzt hier unten ankommen. Oder auch nicht. Das heißt, es wird irgendwo aufgehalten. Da vorne. Warum? Hat den Slab falsch gesetzt. Ja. Den hätte ich da drüber machen müssen. So. Können wir hier dicht machen. Da dicht machen. Und dann müsste hier unten schon mal eine Fuhre Wasser laufen. Jo. Gut. Dann haben wir schon mal das. Nein. Nein. Ach Mist. Das war es mit dem Wasser. Ah, nee, doch nicht. Irgendwas habe ich jetzt verkehrt gemacht. So. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht irgendwas verkehrt gemacht habe. Das sah gerade komisch aus, die Wasserquelle. Weil sie halt nicht eben ist. Okay, Wasser fließt da, Wasser fließt da. Items werden dann hier hingespült. Okay. Sehr schön. Das heißt, das haben wir schon mal. Und wir könnten jetzt schon mal Felder anlegen. Damit wir dann halt abgesichert sind für später. Natürlich hält jetzt meine Hacke nicht andersweise so lange und ich brauche eine neue. Ja, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ich glaube, wir machen das einfach auch mit den, Trichtern und so. Und nur wieder ein bisschen Eisen einschmelzen, generell mal. Ich muss auch. Wo sind da? Ich muss auch Truhen dafür haben. Und mit Truhen gibt es nichts zu tun. Einfache Regel. So, machen wir zwei. Könnte theoretisch auch mehr machen. Ja. Ich glaube, das würde so gehen. Wenn wir es richtig machen. Achso, ja, und dann brauchen wir natürlich noch welche für die Trichter. Weil für Trichter brauchen wir ja auch Truhen. So. Dann. Jo, kann ich immer noch, super. Habe ich nicht verlernt, das Rezept. So, und das da rein, das da rein. Okay. Und ich muss was essen. Irgendwas ist ja immer. Ah, na gut.
Ich würde sagen, wie das dann jetzt von hier aus weitergeht und ob wir das hier hinkriegen mit der Farm und ob wir Redstone finden und überhaupt das und vieles mehr finden wir dann heraus in der nächsten Folge von Minecraft Hardcore. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.